Was wünschen wir uns in der Elektromobilität neben sehr viel Ladenetzinfrastruktur? Natürlich wünschen wir uns, dass unsere Elektroautos umso schneller laden. Ich werde euch in diesem Video zeigen, warum ihr euch wünschen werdet, dass euer Elektroauto doch nicht mehr so schnell lädt. Nach diesem Video werdet ihr euch das wünschen, denn ich präsentiere euch einen First-Class-Ladepark, wie es ihn bisher noch nie gegeben hat. Und dann sind solche Sachen wie zum Beispiel Mietroller, die ihr hier haben könnt, solche Scooter, Nebensache, obwohl das schon cool ist, aber ich zeige euch viel, viel coolere und auch praktischere Sachen. Zum Beispiel, dass man da drüben für eure Lastenräder Akkus hat, die ihr tauschen könnt oder für diesen Kollegen hier tauschen könnt. Wirklich eine Fülle an Informationen. Und dann geht selbst für den letzten Elektroauto-Zweifler der Zweifel weg. Selbst wenn er in der Stadt wohnt und keine heimische Lademöglichkeit hat, denn auch daran wurde hier gedacht. Wie? Das erfahrt ihr jetzt alles hier. Tut mir nur einen Gefallen, abonniert den Kanal, denn es gibt noch immer eine Disbalance zwischen Zuschauern und Abonnenten. Es sind viel mehr Zuschauer als Abonnenten, das würde mich sehr freuen. Und guckt auch so kurz vor Weihnachten vielleicht mal rein in den Carmaniac Online-Shop auf www.carmaniac-shop.de. Und dann zeige ich euch etwas, womit ihr garantiert nicht gerechnet habt. Herzlich willkommen bei Carmaniac. So, fangen wir erstmal an und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Freunde, wir arbeiten uns systematisch von außen nach innen. Denn das, was ihr da oben seht, das ist nicht etwa ein Geschäft oder sowas. Nein, das ist euer zukünftiger Aufenthaltsbereich. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier in Nürnberg am Messezentrum. Wenn ihr hier also laden wollt, könnt ihr das machen ab dem 23. Dezember 2021. Oder ihr könnt es schon, wenn ihr dieses Video nach diesem Datum guckt. Jetzt mal ein Schmankerl nach dem anderen. Also, wir schließen jetzt mal hier das Auto an. Mein Übergangsauto, der IONIQ 5, zeigt ja schon, ihr habt ja sicherlich das Audi-Logo oben auf dem Gebäude gesehen, es muss ja nicht ein Audi sein, damit man hier laden kann, das wäre ja unfair. Es kann jedes beliebige Fahrzeug sein, vorausgesetzt natürlich, ihr habt einen CCS-Anschluss. Jetzt kommt das nächste Highlight. Ihr steckt an. Ihr werdet feststellen, der Chris, der kann hier an diesem Kabel lecken. Warum kann er das machen? Das Kabel ist nämlich so sauber. Warum ist es so sauber? Weil es nicht am Boden hängt. Denn wir haben hier oben einen Greifarm bzw. einen Schwenkarm, welcher zusichert, dass das Kabel eben nicht auf dem Boden liegt. Ja? Und das ist ein extremer Vorteil. Wir wissen das, dreckige Kabel für die Hände ist der Horror, wenn dann auch noch diese Steinchen und Salz und Suppe und keine Ahnung was dran hängt. Das ist halt einfach nicht schön. Wie könnt ihr hier laden? Mit jedem beliebigen Anbieter. Ich mache das zum Beispiel mit meiner Mobility Plus App und scanne hier einfach nur den QR-Code an diesem Ladepunkt. Zack, Daten werden übermittelt und dann starte ich den Ladevorgang und los geht es. Mit wie viel? Mit 320 kW. Bis zu 320 kW. Das kann ja momentan noch kein Auto. Ich habe gerade die akustische Benachrichtigung gekriegt, dass der Ladevorgang gestartet hat. Und los geht es. Das ist hier so dieser typische Alpitronic-Ladebildschirm. Das heißt, das ist quasi Alpitronic-Technik. Warum ist das gut? Weil die Alpitronic-Technik sehr bewährt ist. Das ist auch jene, die ENBW bei ihren Säulen nutzt. So, jetzt das nächste Schmankerl. Ich kriege sehr, sehr viele Mails, tatsächlich in letzter Zeit, von Menschen mit Behinderung, die mir sagen, Chris, alles schön und gut mit der Elektromobilität. Ich würde mir auch ein Auto kaufen. Ich würde es auch umgestalten lassen, damit ich als behinderter Mensch das fahren kann. Aber ich komme an die Ladesäulen nicht dran. Poller vor der Ladesäule, die Kabel, die auf dem Boden hängen, natürlich auch vor der Ladesäule. Dann solche Sockel, auf denen die Ladesäulen stehen. Und mögen sie noch so klein sein, das ist für den Rollstuhlfahrer ein Horror. Hier hat man nicht zufällig, sondern bewusst daran gedacht, dass das Ganze behindertengerecht ist. Warum? Stellt euch einfach nur mal vor, der Rollstuhlfahrer kommt jetzt mit seinem Rollstuhl von der Fahrerseite und kann hier einfach durchfahren. Es gibt hier keine Unebenheiten, es gibt hier keine Kabel, die auf dem Boden liegen. Und würde hier ein Kabel auf dem Boden liegen, müsste er wieder ums Auto herumfahren. Und genau das passiert hier nicht. Das ist aber nicht das Einzige, was behindertengerecht ist. Wir kommen hier noch zu weiteren Punkten. Also, so viel schon mal dazu. Ihr ladet hier also. Wenn ihr nicht hier ladet, könnt ihr an diesem Ladepunkt daneben laden oder auf der anderen Seite, es gibt nämlich insgesamt 6 Ladepunkte. Wir sehen hier schon einen e-tron GT stehen. Daneben sehen wir einen Q4 e-tron stehen. Also nicht erschrecken, wie gesagt, ihr könnt jedes Elektroauto laden, welches über CCS-Ladeanschluss verfügt. Hinten ist der Technikraum, den zeige ich euch auch mal gleich, denn da gibt es doch etwas sehr, sehr Interessantes. Und
Warum das interessant ist, das kann ich euch erklären, denn dieses Gebäude hier wurde extrem schnell aufgebaut. Dieses Gebäude hier ist extrem schnell adaptierbar, überall, egal wo. Warum, das zeige ich euch gleich drinnen. Aber das Allerwichtigste ist, dieses ganze Werk hier ist letzten Endes ans Niederspannungsnetz angeschlossen. Und wenn man normalerweise über das Niederspannungsnetz angeschlossen ist, kann man natürlich nicht 6 Hypercharger-Punkte anbieten mit jeweils 320 kW Ladeleistung. Wie hat man das also gelöst? Das zeige ich euch jetzt. Wie gewährleistet man also, dass man trotz Niederspannungsnetz so viel Ladeleistung hat? Audi hat hier 3 fette Cubes verbaut. Und ach, auch hier ist sowas Tolles mit dabei, wo ich diesen ganzen Elektroauto-Gegnern mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Wundert euch nicht, diese Geräusche sind von diesem Boden hier, denn das ist alles modular aufgebaut hier. Dazu gleich mehr. Wir sehen hier einen Cube links, einen Cube in der Mitte und einen Cube rechts. Diese Cubes sind fette Akku-Packs. Das sind 2,45 Megawattstunden, die hier drin sind, verteilt, um eben zu gewährleisten, dass euer Elektroauto diese 320 kW Ladeleistung bekommt, bis zu, also letzten Endes halt maximal 270, was halt so ein e-tron GT kann oder ein Porsche Taycan oder bald der Lucid, der kann ja 300, aber das soll halt eben damit gewährleistet sein, dass man hier alles drin hat an Energie, was es benötigt, damit diese Autos so laden können und dass die auch gleichzeitig laden können. Das heißt also, ein Akku-Pack kann 2 Ladepunkte bedienen. Dieser hier 2, dieser hier 2, dieser hier 2. So verteilt ums Haus herum. Wenn jetzt natürlich an Ladeplatz 1 und 2 2 Fahrzeuge anschließen, die extrem hohe Ladeleistung haben, wie zum Beispiel 2 Taycan oder 2 Audi e-tron GT oder EQS oder was es halt sonst noch so gibt, meinetwegen Lucid in einer Testphase oder sowas, dann natürlich wird die Ladeleistung geteilt. Weil wir haben ja nur 320 kW Ladeleistung pro Pack, ja? Also 320 mal 3, ergo 960 kW insgesamt. Aber dann wird die Ladeleistung geteilt. So wie wir das schon von EnBW kennen, an den Alpitronic-Ladesäulen zum Beispiel. Ja? Oder so wie wir das natürlich auch von Tesla kennen. Jetzt kommt das Geheimnis. Das Geheimnis ist dieses 13 Kilo schwere Ding hier. Das ist eines von 924 Modulen. Viele fragen immer, hey, toll mit eurer Elektromobilität, aber was ist mit der Batterie, wenn die im Arsch ist? Die verseucht doch die Umwelt. Oder auch nicht. Schon mal was von Second Life Cycle gehört. Der Second Life Cycle bedeutet, dass Batterien von Elektroautos, die vielleicht nicht mehr ihre 1000-prozentige, also in diesem Fall 100-prozentige Kapazität erfüllen, danach aber in der Industrie- oder im Hausstrombereich eingesetzt werden können. In diesem Fall sind das 26 Audi e-tron Batterien aus ausgesonderten Erprobungsfahrzeugen, die hier verteilt sind. Das heißt, das sind nicht irgendwelche neuen Akkus. Nein, das sind 26 Audi e-tron, 55er Typ, also mit den 86 Netto-Kilowattstunden, die da sozusagen rausgenommen worden sind und hier verbaut wurden mit 924 solchen Modulen. Daraus besteht das Ganze. Daher kommt die Energie in diesen Packs. So schaut's aus. Und das Krasse ist, man kann jederzeit diese Packs rausziehen, denn das wird einfach nur unten an die CEE-Dose rangesteckt und fertig. Das war's. Wir können jetzt hier nicht reingehen, weil das ist Hochspannungsbereich, aber das zeigt die Simplicity auch von diesem ganzen modularen Kasten. Dazu gleich mehr, wenn wir drinnen sind, denn da habe ich eine schöne Grafik für euch vorbereitet, die euch zeigt, wie viel Gehirnschmalz hier drin steckt und wie viel Pfiff. Auf geht's. Eine ganz wichtige Sache an dieser Stelle. Audi hat extra betont, dass sie sehr, sehr gerne euer Feedback hören möchten, nämlich zu all dem, was hier passiert. Das heißt, ihr kommt ab dem 23.12., über die Weihnachtstage hat man ja dann mal Zeit, hierher und probiert das Ganze aus und schreibt unter diesem Video hier, was ja ziemlich exklusiv ist, dieses Video, in die Kommentare, was euch gefällt und was nicht. Ganz speziell bezogen auf eine sehr, sehr wichtige Funktion, aber auch auf alles andere, wie ihr mögt. Und zwar, jetzt stellt euch mal vor, ihr wohnt hier irgendwo in Nürnberg oder in einer anderen Stadt, wo es so einen Audi Cube gibt, ja, und sagt, ja, ich habe halt keine Lademöglichkeit zu Hause, ich lade nach der Arbeit oder vor der Arbeit. Dann macht ihr nämlich Folgendes. Es ist nämlich das Problem, man fährt an eine Ladesäule bisher und dann ist sie halt meistens besetzt.
oder gerade eben kurz vorher besetzt worden. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil gerade vor der Arbeit hat man wenig Zeit und nach der Arbeit hat man nicht viel Bock. Das heißt, das muss schnell, schnell gehen, damit man halt nicht allzu viele Kompromisse mit der Elektromobilität eingehen muss. Hier aber funktioniert das folgendermaßen. Ihr sitzt im Büro, es ist 16 Uhr und ihr sagt, okay, es ist wieder mal Ladezeit. Ich werde um 17.30 Uhr an der Ladesäule sein. Ich muss laden, ich habe ja zu Hause keine Lademöglichkeit. Dann geht ihr, das ist aber ein Punkt, was nur als Audi-Kunde geht, in eure Audi-App, in eure MyAudi-App, geht ganz runter, da wo man auch die Route planen kann und reserviert den Ladeplatz. Da klickt ihr dann drauf und dann passiert Folgendes. Guckt euch das mal an. Das habt ihr vielleicht vorhin schon so im Hintergrund gesehen. Seht ihr das? Das klappt hier hoch. Das ist ein Metallbügel mit einem kleinen LED-Licht. Und das klappt deswegen hoch, damit ihr sozusagen sicher sein könnt, dass ihr hierher kommt und euer Ladeplatz auch verfügbar ist. Und das, also das ist wirklich Gold wert. Ihr wisst gar nicht, wie viel das für jemanden wert ist, der innerstädtisch wohnt und keine Wallbox zu Hause hat oder keine Lademöglichkeit bei der Arbeit. Denn ihr wisst dann ganz genau, um 17.30 Uhr könnt ihr hier laden und ihr verliert keine Zeit mit hierher fahren, feststellen, dass es besetzt ist, wieder wegfahren. Nein. Und ihr könnt natürlich das Auto viel schneller vollballern als an einer städtischen Ladesäule. Diese Dinge lassen sich eine halbe Stunde vorher reservieren, nicht drunter, also 15 Minuten vorher nicht. 30 Minuten vorher schon, jetzt klappt es wieder runter, aber, und das ist das Krasse, auch kalendarisch. Das heißt, ihr könnt heute sagen, ich hole mein Elektroauto am 17. Februar ab und möchte es direkt danach erstmal laden, möchte diese Experience mitnehmen, dann stellt ihr im Kalender dieses Datum ein, 4 Monate im Voraus, wenn ihr Bock habt, und dann könnt ihr diesen Ladepunkt für diese Uhrzeit reservieren. Dann klappt das Ding hoch automatisch für euch. 15 Minuten vorher, damit eben keiner diesen Ladepunkt besetzt. Jetzt fragen natürlich die ganz Schlauen, was ist aber, wenn da jemand so wie dieser Hyundai Ioniq 5 steht und gerade lädt? Dann versucht natürlich dieser Ladebügel hochzuklappen und das hier ist eine Sensorik, die natürlich feststellt, dass drüber ja noch ein Auto ist. Das wird jetzt nicht hochklappen und euren schönen Taycan oder eure schöne Zoe kaputt machen von unten, sondern stellt fest, okay, da ist was, will hochklappen, geht nicht. Das probiert er immer, immer wieder. In einem bestimmten Algorithmus. Und hier seid ihr gefragt, wenn ihr es dann ausprobiert oder vielleicht hier einen Fehler in der Logik entdeckt, dass ihr sagt, hey, fände ich so oder so sinnvoller, dann schreibt es unten in die Kommentare. Denn im 2-Minuten-Rhythmus macht er das. Das heißt, wenn ich jetzt hier wegfahre und ihr habt schon die Ladesäule reserviert, kann es natürlich sein, dass es sich überschneidet und ihr kommt hierher und ich lade noch. Ja, dafür gibt es dann aber drin noch einen Trick, was euch dabei hilft, wenn ihr hier ladet, zu wissen, ob jemand reserviert hat oder nicht. Und dann fahre ich weg von diesem Punkt und dann allerspätestens nach 2 Minuten klappt es hoch. Vielleicht habt ihr aber Glück und der Turnus ist unter 2 Minuten halt im Algorithmus so, dass das Ding schon nach 10 Sekunden hochklappt, je nachdem. Audi hat aber die Möglichkeit zu sagen, okay, wir stellen diesen Zeitpunkt von 2 Minuten auf 10 Sekunden. Das heißt, alle 10 Sekunden probiert das Ding hochzuklappen. Wenn der wegfährt, klappt das sofort hoch, um zu vermeiden, dass jemand anderes, der direkt schon gewartet hat, drauf fährt und eure Reservierung sozusagen hinfällig ist. Ja, also das ist das ultra raffinierte daran. Es gibt bisher keinen Ladepark oder keine Ladesäule mit einer solchen Reservierungsmöglichkeit. So, jetzt werden natürlich einige von euch sagen, was, wenn jetzt jemand über seine Audi-App, weil er ein richtiger Depp ist, das Ding andauernd hoch und runter fährt, weil er das Ding andauernd reserviert, obwohl er gar nicht zur Ladesäule fährt. Ja, möglich ist das leider. Aber das sieht natürlich Audi oder beziehungsweise das System merkt das, wenn jemand andauernd reserviert und nicht lädt. Und dem wird einfach diese Reservierungsfunktion aus der MyAudi-App gestrichen. Und somit ist das Problem dann auch auf Dauer gelöst. Aber am Anfang könnte das theoretisch natürlich jemand machen. Aktuell ist das kostenlos. Macht richtig Druck in den Kommentaren, dass es das auch bleibt. Weil vielleicht führt ja dann Audi nach dieser Erprobungsphase Kosten ein. Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ihr das zeigt, wie wichtig euch das ist, dann machen die das vielleicht so auf Nacken, wie man so schön heute in der Jugendsprache sagt. Und das ist dann natürlich ein großer Vorteil, wenn man das einfach so ad hoc nutzen kann. Aber halt, wie gesagt, leider nur als Audi-Kunde. Es gibt noch so ein leider nur als Audi-Kunde, das zeige ich euch gleich drinnen. Wenn wir aber noch draußen sind, möchte ich euch mal da drüben etwas zeigen. Seht ihr diese Roller? Das sind Roller von Tier. Die gehen auch richtig böse ab. Ehrlich gesagt, also mit meinen 102 Kilo beschleunigt das Teil richtig gut. Vorne und hinten Bremse. Und die haben solche Akku-Packs. Und die werden hier jeden Abend wieder aufgefüllt. Das heißt, wenn die unterwegs sind, sind abends aber doch wieder welche da. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, diese Dinger hier zu nutzen, wenn ihr hier rumfahren wollt. Das hier sind Swoobie
Battery Changer. Das heißt, wenn ihr ein Lastenfahrrad habt, könnt ihr auch hierher kommen und volle Akkus nehmen und eure Akku tauschen. Also es ist eine Akkutauschstation, so wie wir das von NIO kennen aus China, wo man an die Säule fährt oder an diese Station und dann einfach der Akku getauscht wird, anstatt zu laden. Das heißt, ihr spart euch beim Lastenfahrrad das Laden und könnt hier einfach einen vollgeladenen Akku nehmen und den leeren reinlegen. Richtig geile Sache. Und mit diesen E-Scootern halt einfach rumfahren. Jetzt gehen wir zum Eingangsbereich, denn interessant wird es natürlich erst jetzt. Was fehlt uns in der Elektromobilität, auch an Ladeparks bisher mit Überdachung? Es fehlen Toiletten, es fehlen Kaffeeautomaten, es fehlen Snackautomaten, also lauter solche Sachen, die man halt schon vielleicht gerne hätte. Und bevor wir uns da angucken, was uns da drin erwartet, zeige ich euch hier das zweite Schmankerl, wo ich echt sagen muss, Chapeau, 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 dass ihr an Leute mit Behinderung gedacht habt. Denn hier sehen wir eine Treppe. Das heißt, jemand mit einem Rollstuhl hilft es nicht, dass er so schön hinter den Autos vorbeifahren kann, weil da keine Kabel liegen. Wenn er hier aber die Treppe nicht hochkommt, tut er aber. Denn wir haben hier eben einen Rollstuhlaufzug. Seht ihr das? Mit der Schiene fährt euch bis ganz nach oben. So. Hier erstmal natürlich eine Händedesinfektionsstation, die heutzutage nicht fehlen kann. Und dann gehen wir hier hoch. Ich versuche das richtig elegant zu machen, wie in den 50er-Jahre-Filmen, ne? Oder bei diesen Broadway-Shows, wo man hier so die Treppe so hochläuft. I'm singing in the rain, just singing in the rain. So, Zugang. Wie funktioniert das hier? Ihr möchtet hier rein. Soll euch nicht verwehrt bleiben. An der Ladesäule, wenn ihr den Ladevorgang startet, ist links oben im Display ein Code. Den müsst ihr euch merken oder abfotografieren. Den seht ihr jetzt hier eingeblendet. Das war in unserem Fall die 1804. Dieser Code ist euer Türcode für euren Ladevorgang. Alternativ geht das auch, wenn ihr die Ladekarte hinhaltet. Ne, natürlich, also egal, ob ihr mit Ladekarte oder mit App startet. Den geben wir jetzt mal ein. 1804. Vier. Zack. Die Tür hat geklackt. Und ich heiße Sie herzlich willkommen in der Audi Lounge. Ihr merkt schon, ich habe einen Pullover an. Warum? Ich wollte euch veranschaulichen, dass sie ist nicht nur im Sommer klimatisiert, sondern auch im Winter beheizt. Wohlig warme, keine Ahnung wie viel Grad, aber es fühlt sich super an. Ich könnte sogar noch den Pulli ausziehen. Hier sehen wir einen Counter. Und hier wartet eigentlich fast immer jemand, nämlich eine Art Kundenbetreuung. Das heißt, wenn ihr Probleme beim Laden habt oder sowas, dann wird euch geholfen. Und zwar von 10 bis 19 Uhr, außer an Dienstagen. Dann gucken wir uns mal hier den Rest an. Hier seht ihr schon einen Wartebereich. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel sitzen und mit dem Laptop irgendwas arbeiten oder ein Getränk hinstellen. Was für ein Getränk? Das zeige ich euch auch gleich. Vorher möchte ich euch aber das Highlight dieses Vorraumes hier zeigen. Und das ist dieses Display. Dieses Display ist nicht nur irgendein Entertainment. Nein, es hilft euch perfekt zu sehen, wenn ihr keinen Bock habt, eure App zu zücken. Was lade ich denn eigentlich gerade? So, da haben wir hier zum Beispiel einen Ladepunkt 04. Das ist meiner. Also der Ioniq. 93% State of Charge, wir haben noch 28 kW Ladepower. Das ist richtig geil, weil überlegt euch, ihr sitzt hier und trinkt halt oder arbeitet was und dann könnt ihr hier natürlich perfekt sehen, wann ihr fertig seid, wie viel ihr noch laden möchtet, ohne die App rausnehmen zu müssen. Ihr seht es einfach sofort, quasi instant. Ja? Dann sehen wir hier auch noch die anderen Ladepunkte. Charging done, please remove your car. Next reservation from 4 p.m. to 4:45 p.m. So, das heißt, man sieht hier schon, also wenn ihr jetzt die Nummer 1 wärt, dann seht ihr hier, ah, Moment, ich bin fertig, ich sollte jetzt aber bitte wegfahren, denn ab 4 Uhr gibt es eine Reservierung, wie ich euch das ja gezeigt habe. Diese Reservierung ist für 45 Minuten. Niemand schickt euch natürlich weg, jetzt in diesem Fall, das ist ein Please remove your car. Aber keiner zwingt euch dazu, ist aber natürlich sozial, wenn ihr es macht. Wenn ihr wisst, dass hier jemand reserviert hat, wisst ihr auch automatisch, dass dieser jemand ja jetzt laden möchte. Wahrscheinlich jemand, der vielleicht keine Lademöglichkeit zu Hause hat. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? 16 Uhr. Das heißt, genau jetzt ist eine Reservierung drin. Das heißt, es wäre sehr nett von euch, wenn ihr runtergeht und euer Auto wegfahrt, selbst wenn ihr hier noch verweilen möchtet. Das heißt, ihr müsst ja hier nicht weg, nur weil euer Auto schon fertig geladen hat. Ja, aber das ist extrem gut, weil man hier halt eben sieht, okay, stehe ich jetzt hier und es passiert nichts oder stehe ich hier und es hat jemand reserviert. Hier sehen wir, wie viele Kilowattstunden geladen worden sind. Sieht sehr stark nach einem e-tron GT-Akku aus, 92 Kilowattstunden. Hier sehen wir ein Beispiel, charging done, please remove your car.
ist aufgeladen. Hier auf die Nummer 2 ist aber keine Reservierung. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade nicht runterrennt, weil ihr noch euren Kaffee trinkt, ist es okay. Bei der Nummer 1 ist es nicht okay. Sehen wir auch mit Punkten markiert. Einfach fantastisch gemacht, finde ich. Das ist wirklich super. Hier hat jetzt gerade jemand angesteckt an der 3. Charging Process is active. Hier wird die Ladepower gerade aufgebaut, wie wir sehen, ist bei 61% und die hier sind frei, ready for charging. Also diese Anzeige ist super hilfreich, wenn man sich in diesem Bereich befindet. Dann sehen wir hier natürlich eine Anzeige als Übersicht, Current Storage Capacity, also das sind diese 2,45 Megawattstunden in Kilowattstunden angezeigt. Also wir haben noch verfügbar 2377 Kilowattstunden in diesen Cubes unten im Technikraum. Der Unterschied zu den 2450 sind halt schon weggeladen worden. Wie viel wurde geladen? Heute 218 Kilowattstunden, das sehen wir hier oben. 51 Ladevorgänge gab es schon, das ist ein Zähler ab Start. Das heißt, dieser wird natürlich immer weiter nach oben gehen mit den Monaten. Und dann seht ihr, wie oft hier geladen wurde und wie viel es heute waren und wie viel noch in diesen Packs drin ist. Und wie viel jetzt gerade aus dem öffentlichen Stromnetz gezogen wird, 136 kW. Hier sehen wir auch noch mal eine tolle Animation. Also ich finde, das ist wirklich super gemacht, um für den Kunden das hier maximal komfortabel zu machen. Jetzt sitzt ihr hier, ihr wollt aber hier rein. Dazu gibt es auch noch eine kleine Info, die ich euch gleich gebe. Ich möchte euch aber ein kleines Schmankerl zeigen für so Leute wie mich. Für Leute wie mich ist eine Sache ganz wichtig. Wenn ich halte, möchte ich einmal auf die Toilette gehen können. Ab 300 Kilometer alarmiert meine Blase. Das heißt, ich möchte dann auf die Toilette. Die gibt es hier. Wollen wir uns die angucken? Gucken wir sie uns mal an. Wir gucken mal, wie die Lichtverhältnisse hier sind. Hier geht natürlich ein Licht an. Ja, dann geht ihr durch diese schöne schwarze Tür hier und euch erwarten natürlich auch behindertengerechte Toiletten, Frauentoilette mit sogar Wickelraum. Das ist für mich als dreifacher Daddy natürlich interessant. So, hier geht dann auch ein automatisches Licht an, was jetzt angehen sollte. Genau, mit Wickelraum. Schaut euch das mal an hier. Einfach schön und elegant gemacht. Audi hat mir jetzt nicht gesagt, ich soll das zeigen. Ich zeige es nur deswegen, weil ich vorher auf der Toilette war und einfach festgestellt habe, wie elegant das ist, wie in so einem schönen Hotel. Ja, jetzt gehen wir wieder raus, weil das ist jetzt mit der Toilette nicht so hochinteressant. Und düsen zum Highlight hier und das ist natürlich der Snack- und Kaffeeautomat. Francesco ist mit mir sehr oft unterwegs und wir snacken gerne und wir trinken vor allem gerne Kaffee neben der Toilettenpause. Wir haben hier Kaffee, ne, von Dallmayr direkt, könnt ihr alles Mögliche auswählen. Das Einzige, was mir hier fehlt, was ich direkt als Feedback an Audi sage, heiße Schokolade. Ich hätte gerne heiße Schokolade hier, so schaumige. Dann gibt es hier einen Snackautomaten. Ist vielleicht auch interessant dazu zu sagen, dass das regionale Produkte sind. Also nicht nur die Pralinen, die Lebkuchen und diese Biscotti, sondern diese Mandeln, auch diese Riegel hier oben und die Getränke hier sind regional aus Nürnberg, glaube ich sogar tatsächlich. Also auch da hat man tatsächlich daran gedacht, einen Schritt vorwärts zu denken und hier eben die Region zu supporten. Das ist mega. Allein schon wegen des Lebkuchens müsst ihr hierher kommen. Krank. Einfach nur sowas von gut. Oh mein Gott. Oh. Aber es fehlen Kennzeichnungen für Allergiestoffe und Süßstoff für den Kaffee. Das fehlt. Übrigens, mit diesem QR-Code hier könnt ihr dafür sorgen, dass ihr einkaufen könnt. Das heißt, während ihr euer Elektroauto ladet, wird euer Einkauf hierher geliefert innerhalb von 10 Minuten. Der erste Einkauf hat sogar 10 Euro Gutschein. Das heißt, während des Ladens habt ihr sogar eure Einkäufe erledigt. Also hier hat man wirklich an absolut alles gedacht. Wirklich krass. Und je schneller euer Auto lädt, desto weniger könnt ihr das hier genießen, kann man tatsächlich so sagen. Jetzt gehen wir in die sogenannte Lounge. Hier ist aber leider Sperrzone für all diejenigen, die keinen Audi fahren. Ja, so ein bisschen separat ist es natürlich, das ist aber nicht anders wie am Flughafen. Habt ihr ein Economy-Class-Ticket, könnt ihr natürlich nicht rein in die Business-Lounge. Habt ihr ein Business-Class-Ticket, könnt ihr aber nicht rein in die First-Class-Lounge. So ist das halt. Hier gibt es auch einen Türcode und der wird dann in der MyAudi-App angezeigt für euch als Audi-Kunde, damit ihr Zugang, kostenlos natürlich, zu dieser Lounge habt. Das heißt, Snack, Kaffee, Toilette, Laptop-Tischchen und natürlich diese Anzeige ist kostenlos für jedermann, der hier rein möchte. Und dann ist hier diese Lounge. Hier sehen wir schon, die Kollegen von Automotorsport sitzen mit dem Laptop hier verweilen, ne, hat nicht zugewunken. Und hier kann man sich aufhalten wie in einer Lounge. Vielleicht redet man dann nicht so laut, wie ich es gerade tue. Wir haben hier so kleine Hubs mit USB-Ladepunkten, USB-A-Tischchen. Das heißt, ich kann auch hier sitzen, mein Handy laden oder am Laptop arbeiten. Eine Leinwand mit dieser Dame,
die da steht, die ausschaut wie die Schauspielerin Maria Bello. Auf jeden Fall haben wir hier dann nochmal so einen Tisch, an dem ihr ein Audi konfigurieren könnt zum Beispiel. Und jetzt kommen wir zu noch einem interessanten Punkt. Audi wollte ja gar nicht aufhören mit Schmankerln. Es wird hier, wenn die Temperaturen besser sind, einen mobilen Autowaschservice geben. Da draußen. Das heißt, ihr könnt sagen, ich habe jetzt geladen, ach, ich möchte jetzt danach ins Kino fahren, ich möchte ein sauberes Auto, dann wird euer Auto gewaschen. Ihr könnt hier dann sogar im späteren Verlauf, also nächstes Jahr dann, mit Q4 und e-tron GT Probefahrten machen. Also es werden hier Autos stehen, mit denen Probefahrten möglich sind. Wenn ihr mit einem Fremdfabrikat kommt und sagt, vielleicht habe ich einfach Bock drauf. Natürlich muss man sagen, dass Audi hier mit dieser Lounge auch ein bisschen provozieren will, dass man sagt, okay, ich kaufe mir halt tendenziell anstatt eines ID5 lieber einen Q4 e-tron, weil ich dann natürlich von dieser Lounge hier profitiere. Ja, es ist halt das einzige Gebäude aktuell, das es in dieser Form gibt. Deswegen seid ihr aber in den Kommentaren gefragt, richtig reinzuhauen und Druck zu machen, dass Audi sieht, dass das hier gefragt ist, dass das hier das ist, was wir als Elektromobilisten wollen. Ein Dach über dem Kopf, dass es warm ist, dass wir auch mal über eine Ladepause hinweg mit der Familie vielleicht noch einen Kaffee genießen können, einen Snack. Das können wir nicht, Überdachung hin oder her, mitten in der Pampa, mitten in der Kälte. Gibt es aber mitten in der Pampa sowas wie das hier, ist das halt super geil. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Elektromobilität. Und Audi ist ja dann nicht der Einzige. Wenn Audi das vormacht, machen das viele vielleicht nach. ENBW zum Beispiel oder andere Autohersteller. Und so wächst das dann. Und in 10 Jahren haben wir vielleicht nur noch solche Gebäude. Und das wäre natürlich extrem toll. Hier könnt ihr dann euren Audi auch konfigurieren. An diesem Touch-Display hier, welcher gerade jetzt im Vorführeffekt doch, der funktioniert. Ja, könnt ihr euch hier angucken. E-tron Home Charging, was auch immer. Und dann kommen wir zu dieser Anzeige, die ich sehr interessant finde, denn die fasst perfekt zusammen, was euch hier eigentlich erwartet. Also, 6 Schnellladepunkte, 320 kW, hatten wir ja schon thematisiert. 700 Quadratmeter Gesamtfläche, Charging Hub 400 Quadratmeter, 200 Quadratmeter Lounge. Reservierfunktion, habe ich euch erklärt. Ausstattung, habe ich euch erklärt. Peak Demand, Durchsatz von 80 Fahrzeugen ungefähr am Tag, mit Hilfe dieser Cubes unten mit diesen 2,45 Megawattstunden. Ja, also ungefähr 80 Autos können hier laden. Und wenn ihr jetzt sagt, was aber, wenn ein E-Cannonball oder so stattfindet und hier extrem viele Autos den ganzen Tag nacheinander laden, dann ist es so, dass diese 200 kW über dieses Niederspannungsnetz natürlich andauernd nachlädt. Kann man sich vorstellen wie eine Regentonne. Und wenn diese Regentonne leerer wird durch die ganzen Ladevorgänge, die Regentonne ist in diesem Fall dieser Cube mit oder diese drei Cubes, tröpfelt aber natürlich permanent oben was nach durch dieses Niederspannungsnetz. Also das heißt, es wird immer nachgeliefert, es kann also eigentlich gar nicht leer gehen. Intelligentes Energiemanagement, bestes Beispiel. Irgendwelche Trottel kommen hierher und denken sich, okay, wir machen jetzt, wir schlagen den Elektromobilisten ein Schnippchen und parken 5 von den 6 Ladepunkten zu. Heißt also, nur noch einer ist frei. Dann kann aber trotzdem dieser eine Ladepunkt auf die ganzen 2,45 Megawattstunden zugreifen und das den ganzen Tag liefern, nacheinander. Und das ist halt dieses intelligente Energiemanagement. Dieses Gebäude hier, was ihr hier seht, inklusive der Anschlüsse, allem drum und dran, hatte 11 Monate Entstehungszeit. Aber vor 11 Monaten lag erstmal die Präsentation als PDF beim Vorstand. Also da wurde noch nicht angefangen, das Ganze hier zu bauen. Wenn man das hier bauen will, ist die Rüstzeit 1 Monat. Ich zeige euch das deswegen, weil wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein bisschen was stecken habt und eine fette Firma, könnt ihr zum Beispiel sowas, das ist meine Idee, das hat Audi nicht gesagt, zum Beispiel sowas irgendwie supporten, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr tretet als Investor in diese Sache rein und sagt, ich möchte solche Ladelaunches fördern. Und wenn ihr das macht, dann dauert ein so ein Gebäude inklusive allem drum und dran 1 Monat. Warum? Weil dieses Gebäude aus Modulen zusammengebaut ist. Und weil es aus Modulen zusammengebaut ist, kann es auch sehr schnell wieder abgebaut werden. Und weil das auch geht, ist die Genehmigungszeit für solch einen Standort bei nur 5 Wochen. Das heißt, wenn einer von euch Investor ist und sagt, hey, bauen wir 30 solcher Ladestandorte deutschlandweit, dann kann einer in 1 Monat aufgezogen werden und die Genehmigung letzten Endes für alle zusammen könnten in 5 Wochen über die Bühne gehen. Und das ist natürlich extrem krass. Hier sehen wir natürlich nochmal das mit dem KW-Netzanschluss, was ich euch erklärt hatte.
unten im Technikraum habe ich das ja schon alles gesagt, 100% Grünstrom aus dem Netzanschluss, also Ökostrom und die PV-Anlage, die auf dem Dach ist und natürlich den Second Life Batteriemodulen aus den Audi e-Trons. Das ist also die Zusammenfassung, die ihr euch verinnerlichen müsst. Macht einen Screenshot, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Also das ist schon wirklich fantastisch. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert davon, weil ich als Elektromobilist seit nunmehr fast 3 Jahren tatsächlich öfter unter diesen Themen leide. Mit Francesco sind wir wahnsinnig viel unterwegs und es ist immer wieder dieses Thema, dass wir sagen, ja, da können wir toll laden, aber da gibt es halt keine Toilette. Und ganz ehrlich, gerade ich als Car-Maniac möchte jetzt nicht unbedingt irgendwo wild pinkeln. Da kommt halt jemand mit seiner Familie an die Ladesäule und sieht den Typen, den er gerade noch im Video geguckt hat, dass er da an dem Baum pinkelt. Muss halt auch nicht sein. Deswegen sind Toiletten wichtig, aber kaum vorhanden momentan. Höchstens in der Tankstelle nebenan. Aber die Tankstelle in Rutesheim zum Beispiel bei EnBW ist gute 6, 7, 8 Gehminuten mit Familie entfernt, da muss man in die Tankstelle laufen. Also, aber da konnte halt EnBW keine Toilette hinmachen, weil das einfach über die Anschlussmöglichkeiten nicht geht. Hier hat man das halt gleich direkt inkludiert. Also ich finde das wirklich super, super wichtig, super, super geil. Das ist wie so eine kleine Lounge am Flughafen für, was weiß ich, Business-Fluggäste. Ich finde das toll. Es gibt hier sogar noch eine Terrasse für den Sommer, einfach spitze. Also man hat hier wirklich, wie nennt man diesen Spruch, nicht kleckern, sondern klotzen, heißt das so? Ja, was frage ich dich? Genau. Ich habe sowieso keine Ahnung. Hier na, mit Tischen. Ihr könnt vielleicht so einen kleinen Elektrogrill mitnehmen und anschließen. Gibt hier aber leider keine Steckdose. Also das ist schon wirklich toll. Hier genießt ihr natürlich keine sensationelle Aussicht auf diese Durchfahrtsstraße hier, aber wir sind nicht weit von der Autobahn. Und so muss das sein. Leute, Audi hat es vorgemacht. Und ich weiß, es sagen immer wieder viele, obwohl ich jetzt gar kein Audi mehr fahre, ja, sponsored by Audi. Was soll man dazu sagen, außer dass es einfach geil ist? Und wenn, keine Ahnung, Saddam Hussein höchstpersönlich diesen Dings hier gebaut hätte, müsste man da tatsächlich sagen, hey, geil gemacht, weil das einfach genau das ist, was die Elektromobilität braucht, um die Skeptiker rüberzuholen, die einfach keinen Bock haben, im Regen zu stehen. Und das verstehe ich auch. Und die keinen Bock haben, an den Baum zu pieseln. Ist halt leider so. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum Audi diesen Schritt gegangen ist und nicht einer der großen Energieriesen, die es da gibt, RWE, E.ON, NBW oder sonstige. Na? Deswegen vielleicht als kleine Motivation auch für diejenigen, das zu sehen, auch für andere Autohersteller. Wir wissen, Autokonzerne sind nicht gerade arm. Da kann man sowas machen, wie man hier sieht. Ich weiß nicht die Kosten. Das konnte mir noch leider nicht beantworten. Aber je mehr man baut, desto niedriger sind natürlich auch die Kosten, wenn man so einen Dauerauftrag gibt. Also da könnt ihr natürlich als Investoren dafür einstehen, wenn ihr Bock habt. Ich fände es toll, weil Investoren das dann anschieben könnten. Und natürlich die Kommentare, die sind am allerwichtigsten. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr davon? Was findet ihr verbesserungswürdig? Was fehlt euch hier? Kann ja sein, dass ich in meiner Euphorie hier irgendwas vergessen habe, mit Sicherheit irgendwas. Und dann wird Audi das natürlich sehen und lesen, auch oben in der Hierarchie, die dann sagen, okay, ein Entscheider hier, zack, die haben das gesagt. Viele haben gesagt, hier fehlt, keine Ahnung, was weiß ich, eine Drehscheibe für Menüs, keine Ahnung, völlig egal, dann machen die das vielleicht. Also deswegen ist die Community, die wir so sind, sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, euch hat diese Präsentation hier gefallen und natürlich auch das gefallen, was ihr hier vorfindet. Schaut vorbei ab dem 23. Dezember, ladet hier fleißig und erkundet, was ihr verbesserungswürdig findet. Vielen Dank, dass ihr mal wieder mit dabei gewesen seid hier bei Car-Maniac. Nicht das Abo vergessen, damit sich die Relation hier so ein bisschen verschiebt. Sehr viele Zuschauer, verhältnismäßig zu den ganzen Zuschauern wenig Abonnenten, ne? Über 1 Million separate IP-Adressen, die jeden Monat auf meine Videos zugreifen, bei aber nur, in Anführungsstrichen, 219.000 Abonnenten. Macht was draus. Und dann können wir hier noch mehr Reichweite zusammen generieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Den Car-Maniac Online-Shop nicht vergessen, carmaniac-shop.de. Und dann geht's hier weiter, auch noch kurz vor Weihnachten. Und danach, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ciao.